immer wieder begegnet mir die Frage, macht Videocontent in Social Media überhaupt Sinn? Haben wir überhaupt eine Chance, wenn wir kein High-End-Team haben, keine High-End-Kameras, kein High-End-Equipment? Haben wir überhaupt eine Chance gegen die Großen dieser Welt? Mir fällt dazu nur ein Satz ein. Ich möchte weniger von dem machen, was ich muss, und mehr von dem, was ich liebe. Und Video ermöglicht mir genau diesen Schritt. Und zwar geht es nicht darum, möglichst schnell, möglichst viel billigen Content zu produzieren, sondern mit dem Content, den ich produziere, die Menschen zu erreichen, mit denen ich arbeiten möchte und die mit mir arbeiten möchten. Diese Frage darfst du dir selber mal stellen. Mit wem möchtest du arbeiten? Mit wem möchtest du deine Zeit verbringen? Wem möchtest du dein Wissen zur Verfügung stellen? Darum geht es ja letztendlich. Und ich möchte Menschen im Herzen erreichen. Ich möchte Menschen dort erreichen, wo ihre Gefühle sind. Und zwar nicht, um sie zu manipulieren, sondern weil ich auf dieser Frequenz mit ihnen arbeiten möchte und vor allen Dingen, weil das die Frequenz ist, in der ich durch mein Leben gehe. Und ich kann mich halt am besten in Videos ausdrücken. Und es ist kein Rocket Science. Ich bin weder eine gelernte Schauspielerin, noch bin ich eine gelernte Sprecherin. Ich bin einfach eine erwachsene Frau, die seit vielen Jahren im Leben ist und die seit vielen Jahren in der Wirtschaft ist. Und da kann ich einfach sprechen und das kannst du auch. Und das bisschen Technik, hey, das ist doch jetzt wirklich kein Hexenwerk. Das hier jetzt gerade ist nur mit einem Handy aufgenommen. Ich habe hier einen Selfie-Stick dran. Und ja, ich musste ein bisschen üben, an die richtige Stelle bei der Kamera zu schauen, damit ich dir auch in die Augen schaue. Und natürlich muss ich mir vorher überlegen, wozu nehme ich ein Video auf. Aber letztendlich geht es doch darum, dass ich dich erreichen möchte. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich bin Anfang 50, also jetzt, wo ich das Video aufnehme. Ich komme aus dem deutschsprachigen Raum. Ich mache jetzt etwas, was jetzt nicht wer weiß, wie fancy ist. Und da geht es mir nicht um die quantitative Reichweite, sondern mir geht es um die qualitative Reichweite. Was heißt das? Ich erreiche lieber nur 10 Menschen, aber von den 10 Menschen erreiche ich eben 10 im Herzen, als wenn ich Hunderttausende erreiche und die meisten mich einfach nur so wie eine Werbung im Kino konsumieren. Ich möchte der Film sein, für den sie dann letztendlich das Ticket kaufen. Und dafür mache ich Videos. Und das ist so meine Antwort auf diese Frage.